In Venezuela wird das Referendum zur Abwahl des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro erst im kommenden Jahr stattfinden. Das gab das Wahlamt bekannt. Demnach ist frühestens im Februar mit der Abstimmung zu rechnen. Dies bedeutet, dass die Sozialisten selbst bei einer Niederlage des Präsidenten an der Macht bleiben. Dann würde der Vizepräsident auch ein Sozialist übernehmen und bis 2019 regieren. Die Opposition wirft dem Wahlamt vor, das Referendum absichtlich herauszuzögern, um einen Machtwechsel zu verhindern. Nach dem Zeitplan muss die Opposition zwischen dem 26. und 28. Oktober die Unterschriften von 20% der Wahlberechtigten einsammeln, knapp 4 Millionen. Die Opposition droht mit massiven Protesten. Venezuela steckt seit Monaten in einer schweren Krise. Lebensmittel sind knapp, viele Menschen leiden Hunger. Zudem fehlen Hygieneartikel und Medikamente. Zuletzt gingen Anfang September mehr als 1 Million Menschen gegen Maduro auf die Straße.